mega, denn Verstärkung aus Schwaben ist da, der Freschle ist da, macht das ein oder andere Foto. Da startet der Kamerad, ihr habt schnell da nicht abgeholt. Moin. Jetzt habe ich hier... Ich habe mein Dialekt schon umgeschwungen hier oben. Nichts mehr mit Servus. Weißt du, was noch Moin? Moin, Moin. Ich hab dich auch vermisst, du bist meine letzte Rettung, damit ich die Servus nicht verlieren. Oh Gott. Ja, jetzt hocken sie da, die zwei Turboschrauber. Ja, jetzt ist gleich Mittag. Natürlich geht es, wenn der Flo da ist, immer ums Fressen, ist ja logisch. Ist ja gerade richtig gekommen, vielleicht greift er noch was ab. Der Bauch muss ja irgendwo herkommen. Ohne Mampf kein Kampf, oder? Genau. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Man fühlt sich hier sofort aufgenommen, sei es jetzt von den Kollegen, sei es vom Hannes oder Hannes, die Family vom Hannes, weil die sind ja hier auch immer involviert. Und das ist schon schön. Also alle durch die Bank, ich glaube, besser hätte ich es nicht treffen können. Meine Mutti findet dich total sympathisch. Die hat gesagt, ach, der Martin, das ist ja so ein Lieber, das ist ja ein netter Mensch, wie der gleich ankam und begrüßt und der hat so gute Laune. Und dann hat er in seiner Insta-Story gesagt, oh, ich hab so Bock auf Maisfahrt. Mann, hab ich Bock. Endlich wieder Vollgas. Oh, endlich wieder? Und dann sagt sie, ach, das ist ja so ein netter. Ihr müsst verstehen, meine Eltern gucken halt auch, die gucken nicht die YouTube-Videos, aber die gucken in den Livestreams und die gucken die Insta-Stories immer durch. Also bei dir und bei mir jetzt, weil normalerweise gucken sie nur meine Insta-Stories, um zu gucken, was eigentlich so auf dem Betrieb passiert. Und bei dir gucken sie jetzt auch durch. Also meine Schwester hat denen gezeigt, wie man dir denn followt und jetzt gucken sie auch bei dir mal rein. Day at the office. Wir schreiben den Montag, ist die zweite Woche. Ja, auf dem Feld ist der Bestand jetzt nicht so groß, aber sehr, sehr gleichmäßig. Ich glaube, da ist wirklich mal ein kleiner Hagel runtergegangen im Bestand. Ja, also ich glaube, ich habe mich ganz gut eingelebt. Macht auf jeden Fall heute Spaß. Also was man halt extrem merkt, meiner, der läuft jetzt 40 und ja, wenn jetzt alle anderen Fahrzeuge 50 fahren auf eine längere Strecke, dann rutschst du halt immer in der Reihenfolge durch. Das ist immer ein bisschen stressig. Die anderen können dann mal kurz mal hinstehen oder so und ich muss halt immer voll durchballern. Wir reden relativ wenig und wir konzentrieren uns tatsächlich auf Fakten, würde ich sagen, wenn wir sprechen. Ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe oder ob ich es dir geschrieben habe, wenn wir manchmal wenig reden, sind wir nicht schlecht gelaunt, wir sind dann nur konzentriert oder so. Es gibt Tage, da reden wir alle hier nicht viel miteinander, aber es ist nicht, weil wir schlechte Laune haben, sondern weil wir so eine Typen sind. Und das ist auch ganz witzig, im Stream kommt auch ab und zu mal die Frage, ist er heute irgendwie schlecht gelaunt oder so? Und dann schreiben die anderen Zuschauer, die halt regelmäßig zugucken, nee, er ist einfach nur ein Norddeutscher. Das ist, glaube ich, es ist tatsächlich so, oder? Also es ist eine ganz andere Herangehensweise wie in meiner Heimat. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind ein bisschen kühler, oder? Ja, aber wenn man es schafft, so ein bisschen durchzuschauen und da ein bisschen drauf zu achten, dann merkst du eigentlich, dass alle hier sehr, sehr herzlich sind.
Ja, das würde ich schon so sagen. Und ich bin der Meinung, du weißt hier auch direkt, an was du bist. Weil jeder sagt dir direkt immer, das ist Scheiße, das ist nicht gut. Also hier ist die Meinung immer sehr, sehr offen. Hier wird nicht viel drumherum gequatscht, sondern hier wird einfach gesagt, ey, das ist Scheiße. Wenn du gut bist, wird einfach nichts gesagt. Ja, das war ja so ein mega trister Tag. Ja, der hatte wirklich kein Highlight. Wir hatten, glaube ich, die schlechteste Fläche für dieses Jahr abgeerntet. Und dann sind wir nochmal umgezogen zum anderen Stück. Und ja, war tatsächlich auch, hat so den ganzen Tag so ein bisschen genieselt, bedeckt, schon trüb. Und dann kam, weiß ich nicht, da war tatsächlich in einer perfekten halben Stunde ein Loch in der Wolke. Ja, weil der Stream kommt dann sofort nach raus. Sie sehen es in der Turmcamp und direkt so, du brauchst die Drohne, du musst jetzt die Drohne raus. Und Hannes, Drohne, 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 Drohne. Und dann, ja, komm, wir fliegen Drohne. Und ich habe dann gesagt, nee, Leute, das Licht ist nicht geil, das lohnt sich jetzt nicht für die Drohne. Und als sie dann aber gestartet waren und dann wurde das mit einmal so dermaßen rot, das Licht. Ja, ich bin da hingefahren und auf einmal war Sonne da und alles blutrot vom der Himmel. Das war genial. Und da haben wir gedacht, ist mir jetzt egal, ob die Häckselkette steht. Ich bin jetzt da hingefahren und rein zufällig hast du dann mit der Drohne da gerade drüber gefilmt. Hammer, Hammer, Hammer. Also das sind auch so wieder Momente, wo du genau weißt, warum du eigentlich den Job machst. Und du stehst dann einfach da und du möchtest dann einfach auch nur in diesem Moment verweilen, weil das... Weil da so irgendwie alles zusammenkommt, warum du das eigentlich machst. Das sind nur eigentlich diese Momente. Naja, und wenn ein Pflanzenbestand halt sehr geil aussieht, das machst du auch, aber das ist schon sehr geil. Das rettet dir schon den Tag, so ein Ding. Das ist, vor allen Dingen, das ist so krass. Und du möchtest das eigentlich auch einfrieren, eigentlich für die Ewigkeit. Weil das ist jetzt diese Lichtstimmung, oder? Das war der absolute atemberaubend. Also das ist auch so, da kriegst du Gänsehaut, wenn du richtig dran denkst. Im Sonnenuntergang anhäckseln oder im Sonnenuntergang häckseln, das ist so geil, Mann. Also Leute, zum Abend gibt es noch ein mega Highlight. Ah, da ist die Drohne. Guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Ist das geil, ey. So cool. Mega, mega, mega. Ich bin so happy. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke an alle, das ist der Killer. Das sind jetzt vielleicht 10 Minuten gewesen oder so, dass es richtig geil ausschaut. Und wir hatten so schönes rotes Licht und es wären tatsächlich auch so Hammeraufnahmen mit der Drohne gewesen. Aber leider hatten wir ja dann eine kleine Begegnung mit einem Steinchen. Aber wir hatten letztens, wo der Hexer, wo da ein bisschen was für ein Bogen war hier durch den Stein. Alter, der Chat, ne? Also wirklich, da sind Steil schon, gegangen. Da sind schon wieder, da wurden Leute wieder gebannt und
einfach nur, weil ein Stein einen kleinen Einweiser verbogen hat, drehen die komplett frei. Und ich habe sogar gesagt, ich glaube, da ist ein kleiner Einweiser verbogen vom Stein. Und die schmeißen halt die komplette menschliche Logik beiseite. Das ist halt, ja, das ist teilweise die anstrengende Seite vom Stream. Ich meine, ich habe es ja relativ normal aufgenommen. Also ich habe es ja hunderte Male durchlebt, dass sowas passiert. Ne? Da hast einfach mal einen Fremdkörper und dann kannst du ja nichts gegen ändern. Und du hast selber gesehen, wie schnell das ging. Wir sind hierher gefahren, Rohr raufgesteckt, runtergebogen. Das Rohr war halt 3 Meter. Und fertig, weiter geht. Der Stream ist alles aufgemacht. Der Stream ist immer mega neugierig. Also, die finden sowas generell cool, wenn irgendwas passiert, wo man auch eine andere Perspektive sehen kann. Und man muss sagen, die Community ist ja auch für sowas sehr, sehr offen. Habe ich festgestellt, die mögen sowas eigentlich ganz gerne. Und es ist auch ganz oft so, ich frage mal Martin was über den Funk oder so. Oder frag mal Martin das oder das. Und dann muss ich kurz rüberfunken und Martin was fragen. Oder das Beste ist, sag mal Martin Bescheid, der möchte mal eine Insta-Story wieder vom Silo machen. Martin, mach mal eine Insta-Story vom Silo, die Community möchte das wieder sehen. Und ja, das hat bis jetzt super geklappt. Freunde, jetzt gilt's, die allerletzte Tour für mich hier beim Hannes auf dem Betrieb. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das schon vorbei ist. Hat jetzt echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen noch irgendwas. Es war eine tolle Zeit, es waren interessante 2 Wochen. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, was viele sagen, dass sie es machen würden, eventuell, oder dass man das mal machen soll. Das finde ich toll, dass das auch geklappt hat. Der Hannes hat sich wirklich liebenswert um mich kümmert, natürlich aber auch seine ganze Family. Elisi, Hannes, seine Eltern und natürlich der kleine Anton, der Champion. Das wird mir hier so ein bisschen abgehen. Das war jetzt zwar wie so ein kleiner, es war eigentlich so wie auf einem schönen Urlaub, ja. Also du bist dann auch irgendwie gerade noch nicht heim. Interessante Leute kennenlernen, vor allem nette Leute durch die Bank weg. Und auch wenn du jetzt hier so durch diese Kleinstadt fährst, was ich relativ oft bin, die letzten paar Tage, jeder grüßt, jeder winkt, ich komme gar nicht mehr hinterher. Auch die Kollegen von den anderen Anlagen, die wo hier fahren, das gibt's nicht, sogar die Fußgänger, alle winken und ja, das ist eine klasse Sache, also wirklich. Also, die sind so echt schwer in Ordnung, muss ich echt sagen. Da fehlt's denn nichts. Das war eine super Aktion, toll, dass wir das machen durften. Toll, dass da Leute gibt, die sagen, hey, da sind wir dabei. War halt aus einer Laune raus, ja? Meistens aus einer Bierlaune, das ist sowieso das Beste. Kannst du dir zukünftige Projekte mit mir vorstellen oder muss ja nicht hier auf meinem Betrieb sein oder woanders Projekte mit mir? Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft da und ich hätte auf jeden Fall Bock, da mehr zu machen. Und wenn der Hannes mich dann auch einlädt oder sagt, ich darf mal wieder kommen, dann ist das ganz cool und ich würde gerne wieder mal kommen.
wenn ich darf. Ja. Also ich habe Bock, kann auf jeden Fall wiederkommen, wenn man es ist. Also im Frühjahr Zubringer mal eine Runde, macht auch Spaß. Da gibt es ein paar schöne Gülleunfälle, hundertprozentig wird dir einer passieren. Und das ist auch das, was die Community so gerne sehen möchte. Von daher war mega geil. Also ist schon geil, das hat gepasst, kannst wiederkommen. Das sind doch rosige Aussichten fürs eventuell fürs nächste Jahr. Schauen wir mal. Also zum Schluss möchte ich allen Leuten danken, die das hier in irgendeiner Form möglich gemacht haben. Allen voran natürlich der Hannes, seine Family, die Arbeitskollegen, mit denen ich da fahren darf, dass die mich ertragen haben. Zum Abschluss möchte ich einfach auch mal Danke sagen an Martin. War wirklich eine Riesenhilfe, dass er hier 2 Wochen in der Hexenkette mitgefahren ist. Da hat er mir wirklich so ein bisschen den Arsch gerettet, gerade dieses Jahr, weil so viele Mengen, die da runterkommen. Und New Holland, riesen Dank, dass sie uns da die Maschinen zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ohne die wäre es einfach nicht gegangen. Also vielen Dank an euch, dass ihr das unterstützt habt. Was sie da gemacht haben und geschoben haben, nur damit wir einen Trecker für 2 Wochen kriegen. Mega danke also an Martin, an New Holland. Vielen, vielen Dank. Ja, mein Nachbarbetrieb für den Hänger. Mir ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er mir den zur Verfügung gestellt hat. Also herzlichen Dank an alle, die natürlich immer an so ein Projekt mitwirken, weil aus dem Himmel fällt das alles nicht. Das ist natürlich eine Menge Arbeit und Mühe dahinter und auch, ja, ihr werdet es ja in Martins Video sehen. Ich kann euch sagen, da steckt in einem Video steckt so viel Arbeit und Martin steckt da so viel Herzblut rein in den ganzen Schnitt. Wenn man sich ein bisschen mehr mit Video und Schneiden und so beschäftigt, dann weiß man eigentlich, wie viel Arbeit dahinter steckt, was er da so betreibt. Da ist auf jeden Fall irgendwie, ich glaube schon mehr eine Freundschaft gewachsen oder hat sich intensiviert und ich hoffe, das können wir wieder machen und vielleicht seid ihr da beim nächsten Mal auch wieder dabei, würde mich freuen. Schaut beim Hannes vorbei, wer jetzt ihn auf Twitch noch nicht kennt oder seine Vlogs, das ist wirklich sehr interessant und auch fachlich wirklich sucht seinesgleichen, glaube ich. Also vielen Dank, Hannes. Ja, also es ist schon ein bisschen emotional, ihr merkt das, aber so soll es auch sein, weil das ist hier kein Firmending, Marketing, wir checken hier was ab, dass wir Reichweite generieren, sondern wir haben das gemacht, weil wir uns so sympathisch waren und weil wir euch mitnehmen wollten. Also vielen Dank, schaltet beim nächsten Mal wieder rein, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Servus.
Was natürlich unbedingt noch passieren wird, er wird auch Häcksler fahren. Häcksler fahren. Häcksler fahren. Häcksler fahren.